So, und ganz am Schluss sind wir hier auch bei den Geburtstagskinder angelangt. Viele fragen sich nämlich, wer ist die Gabi und wer ist der Folger? Ich bin der Folger. Ja. Gabi. Wir sind 85. Ja. Ja. Die T-Shirts sind hammergeil. Ich vermute mal die Wabo. Ja, war da dahinter gesteckt? Nein. Gut, ist egal. Olli, da warst du wieder zu langsam. Ja. Gabi, du bist 40 geworden und du 45. Hast gut gerechnet. Du bist der alte Esel. Ja. Toller Geburtstag, Haufe Leute, ganz nette Leute. Wir haben schon Haufe Geburtstagsgrüße für euch eingefangen. Ihr dürft euch im Fernsehen angucken. Ihr werdet gespannt sein. Gabi, wie hast du den Folger kennengelernt? Oder wer hat wen angemacht? Er mich. Im Denkmal. Oh, wie viele Jahre her? Vier. Jetzt fangen wir nicht aus der Diskussion. Vier Jahre her. Fast. In was so einem Zustand warst du, Folger? Ganz normal. Ja, aber nicht da. Ui. Also du, wollte ich sagen, man muss sich bei der Gabi auch niemand Schee trinken. Gabi mit 40 immer noch jung und knackig, die meisten kennen sie vom Odo in Dahn, der Folger hier genauso. Folger, was wünscht ihr euch beide noch für die Zukunft? Oder was wünschst du der Gabi? Glück und Gesundheit. Ja, dass wir zusammenbleiben, ja. Wunderbar, der Wolfgang hat fort müssen, der war vorher auch noch auf dem Geburtstag, die Gina wird womöglich noch erscheinen. Ihr seid ja immer noch bei der Eichspann, beruflich und nachts und immer unterwegs. Wie hält man sich fit mit 45 Jahren? Gebt mir noch einen Tipp. Oh je. Viel Arbeit und wenig Schlafen. Geheim Rezept. Ich komme vielleicht auch noch dahinter und wenn ich es weiß, kann ich es euch auch noch weitergeben. Folger, Gabi, euch meinerseits auch noch herzlichen Glückwunsch und noch einmal danke für die tolle Einladung. Und bis zum 170. oder zum 90. oder zum 100. spätestens. Wir machen immer Runde, immer Runde. Machen wir also, 100er. Das ist in 7,5 Jahren dann. Schaffen wir. Locker. Okay, dankeschön, das war's hier mal wieder von P6TV aus Dahn. Folger und Gabis 85. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu.